Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Video und es ist natürlich mal wieder der Wochenguide und dieses Mal starten wir wohl nicht in Season 12. Jetzt heißt es Horizon Road Trip und für die Monatsbelohnung, also Sommer, Herbst, Winter und Frühling, wenn das komplett durch ist, bekommt ihr ein Audi RS e-tron und ein McLaren 765 LT für 80 bzw. 160 Punkte. Wir gehen jetzt aber natürlich auf den Sommer los. Und wir sind in der Regensaison und da bekommen wir einen Bentley Turbo R für 20 Punkte und für 40 Punkte bekommen wir einen MG M63 und dann wollen wir uns die Wochenaufgabe auch mal angucken und diese heißt dieses Mal Aberlist. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, müsste ich selber mal nachgoogeln oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Aber ja, es fängt an mit Kapitel 1, Streckenwaffe. Besitze und fahre den 2013er KTM X-Bow R, einen ultraleichten Sportwagen, der für Straßen und Rennstrecken entwickelt wurde. Dann wollen wir das doch mal gerade tun. Ich zeige euch erst die Variante, wie ihr den Wagen bekommt, wenn ihr den noch nicht habt. Und dann wähle ich mir den Wagen aus. Also, ich muss mir merken, 2013er KTM X-Bow. So, dann ist man nach dem Spielstart ja schon zu Hause und dann geht man einmal in den Fuhrpark und dann geht man auf die Marken und dann sucht man sich hier das K raus. Da haben wir KTM, genau. So, und dann wollen wir mal gucken, wo hier der X-Bow ist. Hä? Da oben ist der X-Bow. Ich bin automatisch mit dem Cursor gerade auf Lamborghini gegangen, aber ist ja auch egal. So, da ist der KTM X-Bow. Einmal mit Y bestätigen und der kostet hier 105.000 Credits. Ihr könnt den aber auch im Auktionshaus suchen. Da geht ihr auf die Suche und geht auch auf KTM. So, da oben ist KTM und geht dann auf den KTM X-Bow. Bestätigt das Ganze und sucht euch den raus. Da ist jetzt für 2 Millionen drin. Keine Ahnung, warum die Leute das machen. Aber wenn ihr nach ganz unten geht, hättet ihr den hier zum Beispiel jetzt für 92.000 Credits. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall sparen, wenn ihr Autos mal im Auktionshaus sucht. Die Gebote ist immer schwierig, ob man da gewinnt. Ist immer so eine Sache, aber man kann den durchaus billiger kriegen als 105.000 Credits. So, habt ihr das Ganze gemacht oder ihr habt den Wagen so oder so schon in eurem Besitz, geht ihr einmal auf eure Autos, geht dann wieder auf KTM und sucht euch diesen Wagen raus und steigt einmal in den Wagen ein, fahrt direkt los. Ich habe den hier optisch ein bisschen verändert und habe den auf S1900 getunt, wie ihr da oben sehen könnt. Und dann geht es auch schon weiter mit Kapitel 2 und ich hoffe und denke mal, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Ich kann es mir nicht anders erklären. Auf Zielkurs, gib mit dem Hashtag 1107er, also 1107er VW Bug Gas, insgesamt 12 Blitzersterne zu erhalten. Nö. Ich glaube, das versuchen wir mal mit diesem hier. Also das bedeutet, wir fahren jetzt so oft durch den Blitzer, bis wir 12 Sterne verdient haben. Dafür gehe ich einmal auf die Map, mache alle Filter aus. Macht die Blitzer wieder an und sucht euch einen Blitzer eurer Wahl raus. Ich habe das jetzt natürlich extra auf 257 km/h hier gemacht, weil ich natürlich gucken muss, dass ich einen Blitzer mir aussuche, der mir so viele Sterne wie möglich gibt. So, und dann geht sie direkt schon los. So, der Wagen fängt sich nicht gut. Das heißt, das Tuning ist nicht besonders gut und ich habe jetzt hier 236 km/h. Das wären in dem Fall dann, glaube ich, 236, genau, wären 2 Sterne. Das heißt 2 von 12. Ich teste das Ganze jetzt mal durch. So, das waren 100, was? 191 oder was? So, nochmal durch und dann sind wir bei 6 Sterne. So, das sind dann 8 Sterne. Damit wären wir bei 10. Und das müssten jetzt 12 sein, wenn es immer 2 waren. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur ein Anzeigebug war. Ja, es war ein Anzeigebug. Das bedeutet, ihr müsst tatsächlich mit diesem Wagen, mit dem 2013er KTM X-Bow R Kapitel 2 abschließen. Der VW-Bug ist ein Bug. 3. Das ist kein witziges Wortspiel diesmal. Es tut mir leid. Aber es geht dann auch schon weiter mit Kapitel 3. Carbon Mono Q. Der 2013er KTM X-Bow hat ein steifes Chassis mit Kohlefaser Mono Q und Rollbügel. 5 Sprungfähigkeiten sollten also kein Problem sein. Jetzt ist natürlich nicht gesagt, ob wir Gefahrenschilder machen müssen oder ob wir einfach 5-mal springen sollen. Weil wenn wir 5-mal springen sollen, ganz ehrlich, dann können wir auch dahin. Ich teste das natürlich wieder für euch, ob wir springen sollen
oder ob es Gefahrenschilder sind. So. So, ich springe hier jetzt einmal. Zweimal. Drei. Vier. Weiß nicht, ob das gezählt hat. Dann wäre das hier fünf. Ja, und es hat gezählt. Es sind die ganz normalen Sprünge gemeint. Das heißt, ihr müsst fünfmal hintereinander mit allen vier Reifen vom Boden sein. Und dann geht es auch schon weiter zu Kapitel 4, und zwar dem Streitkranz. Genieße die Geschwindigkeit und die Agilität des 2013er KTM X-Bau R und gewinne ein Straßenrennen. Dafür gehen wir wieder einmal auf die Karte, machen alle Filter auf und suchen uns ein Straßenrennen raus. Und wie ihr mich schon kennt, dafür nehme ich in dem Fall wieder den Lanuras Sprint. Natürlich starte ich das Ganze wieder solo, nehme die Originalstrecke, suche mir das aktuelle Auto aus und starte das Rennen. So, dann geht es auch schon los. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich mit der Schlitterkiste hier das schaffe, den auf der Straße zu halten und ob ich damit auch Erster werde. Das ist nämlich nicht ganz so leicht. Der Wagen schlittert nämlich ganz schön durch die Gegend. So, hier ein bisschen aufpassen. Okay, wenn er Geschwindigkeit hat, ist er stabiler. Aber die Beschleunigung ist halt ein bisschen schwierig, weil der Wagen da gerne wegdreht mit dem Tuning, was ich drauf habe. So, jetzt im Ziel. Nach einem kurzen Cut, ihr braucht ja nicht das ganze Rennen sehen, habe ich das in 2 Minuten 26 als Erster beendet. Und dann bin ich gespannt, ob das gezählt hat, weil wir wissen ja nicht immer mit den Rennen, ne? Ob das wirklich so ist. Ja, komm schon, zeig her. Ja, die Aufgabe ist abgeschlossen. Das heißt, es ist diesmal wirklich ein Straßenrennen. Und was soll ich sagen? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, dann abonnier kostenlos natürlich. Und ansonsten bin ich immer jeden Samstag live auf Twitch ab 14 Uhr mit Forza Horizon 5 aktuell. Immer schöne Tuning-Treffen und ein bisschen Cops vs. Racer und so weiter. Also es ist immer was dabei und ab und zu werden sich auch neue Spiele ausgedacht. Also es wird eigentlich nie langweilig. Und wenn du Bock hast, folg mir auf Twitch, sei dabei, spiel mit. Wie auch immer, hier bin ich jetzt aber erstmal raus. Sage bis zum nächsten Mal und ciao.